Ja, wunderschönen guten Morgen, Servus, grüß euch. Bevor ich jetzt natürlich an Arbeiten wie der Heckscheibe weitermache oder den Arbeiten vom Anhänger, den was ich ja gerade restauriere, muss ich natürlich erstmal die Arbeiten hier im Garten hier zu Ende bringen. Darunter fällt jetzt natürlich dann Hecke schneiden. Das werde ich heute machen. Ich habe es ja im letzten Video schon mal die Heckenschere angebaut. Ich könnt es euch hier anschauen. Das Video. Wie ihr jetzt seht, ich habe einen neuen Mulcher gekauft, den habe ich mir von meinem Nachbarn gebraucht gekauft. Und das ist der Geo EFGCH 175 Mulcher. Und mein Plan ist jetzt folgendes: Erstens mal ist es natürlich ein schönes Heckgewicht, den hinten dran zu haben, an der Heckenschere hinten dran zu haben. Und das nächste ist natürlich, ich kann gleich, wenn ich dann die Hecke vorne schneide, mit der Heckenschere hinten gleich oder beziehungsweise in einem Durchgang vielleicht nicht, aber danach schön den Heckenschnitt klein machen. Dranbleiben, machen wir heute. Ja, das ist jetzt hier der Mulcher, wie schon gesagt, gebrauchter Zustand. Er hat eine Seitenverschiebung drin, wobei die noch nicht hundertprozentig funktioniert. In die eine Richtung funktioniert es komplett, in die andere Richtung hängt er ein bisschen. Ja, da muss ich mal schauen, da werde ich wahrscheinlich hier alles abschleifen müssen. Er ist natürlich jetzt auch draußen gestanden. Ansonsten habe ich ihn schon probiert, funktioniert soweit super. Zum Mulchen jetzt. Ja, super gebrauchter Zustand. Die Heckenschere habt ihr ja schon in diversen Videos gesehen. Oben habe ich jetzt schon wieder gesehen, ist schon wieder ein Zinken abgebrochen. Das ist leider so eine Krankheit. Immer wieder brechen hier mal Zinken ab. Die Ersatzzinken bekommt man aber immer wieder zu kaufen. Ich lasse jetzt so in dem Zustand. Diese kleine Spitze, die stört jetzt hier nicht zum Schneiden. Ja, angebaut ist ja die Heckenschere an meiner Fronthydraulik von Lesnik. Der SHL S8 mit 800 Kilo Nutzlast. Die Heckenschere selber wiegt ungefähr 260 bis 280 Kilogramm, so laut technischen Daten. Ist also jetzt kein Problem, auch was den Ausleger angeht, weil, naja, da kommt schon ganz schön ins Gewicht zusammen, wenn der natürlich auf die eine Seite geht. Und ich habe ja da schon mal ich habe einen anderen Frontkraftheber hingebaut und da ging es ja dann nicht. Das Video, das könnt ihr euch auch mal oben anschauen, das blende ich euch mal ein. Genau, das. Ja. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. So. Die Heckenschere steuern tue ich hier mit diesen ganzen Hebeln. Hier mit dem Hebel schalte ich die Hydraulik ein und aus, also den Hydraulikmotor. Hier kann ich die ganze Heckenschere steuern, also die ganzen Auslegerarme. Ich zeige es euch mal so, dürfen wir das gut sehen. Den Auslegerarm so einklappen, rein, hoch. Runter. Das ist jetzt mal wieder eine Herausforderung, das rauszufinden, wie es gehört. So geht die Hydraulik hoch. Also der Frontkraftheber, den nach hinten. Und dann haben wir ja hier noch den Ausleger hier. Das ist also die ganze Steuerung. Ich hab das auch im letzten Video schon immer wieder mal gezeigt, aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, die Videos anschauen und deswegen zeige ich das auch immer wieder. Gut, die Hecke, um die es geht, die ist die lange Hecke heute hinten, die werde ich schneiden. An diese Hecke hier, diese kurze Hecke, komme ich jetzt noch nicht hin, da wachsen immer noch die Topinambur, die leider immer noch nicht blühen. Und ja, die machen wir erst später. Thank you.
So, ab hier beginne ich mit dem Hecke schneiden. Von hier jetzt weg bis ganz hinter zum Tor. Jetzt fahre ich erst einmal den Ausleger in die richtige Position. Mal schauen, wie war das? Also erst einmal. Genau. Ist jetzt der Ausleger. Ich fahre jetzt nicht ganz über den Boden, weil wenn ich den ganz zu tief einstelle, das wird noch zu mir her, dann ist es natürlich so, dass ich mit der Kufe unten am Boden entlang schare. Das will ich jetzt nicht. Das heißt, so ist er jetzt eingestellt. So kann ich es einschalten und schon schneide da. Im Gang fahre ich im Langsamgang. Also ich habe ja noch Schnellgang, noch Rückwärtsgang, Normalgang, langsam. Genau, und ich fahre im langsam und im ersten, also so langsam wie es geht. Also sprich, im Kriechgang, ja, jetzt legen wir einfach mal los. Im unteren Bereich, wie man sieht, wächst jetzt eh nicht so viel. Da geht es einfach nur um einen Rückschnitt von den längeren Ästen da. So, jetzt seht ihr gleich schon, zeige ich euch gleich schon einen riesen Nachteil, nämlich das ist hier alles, was jetzt natürlich von der Heckenschere runterfällt, hier drauf sammelt sich, bauartbedingt hier drauf, schalten wir mal die Heckenschere aus, das sammelt sich hier drauf. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist ein Vorteil oder ist ein Nachteil? Also Vorteil ist jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt einen Anhänger hinstellen und könnte es da einfach reinladen. Einiges bleibt aber trotzdem noch auf der Strecke liegen, sage ich mal, aber ein bisschen was sammelt sich halt da. In dem Sinne ein Nachteil, weil halt alles, was ich jetzt hier unten schneide, nicht mehr von den Messern erfasst wird. Gut.
Gut. Die erste Bahn ist jetzt erledigt. Jetzt fahre ich komplett zurück, stelle die Heckenschere höher und schneide es dann oben. Unten war es jetzt nicht so viel. Da stehen vielleicht vereinzelt ein paar Äste ab und so weiter. Und dann so einen klassischen Schönschnitt, da lege ich ja keinen Wert drauf. Also wieder einfahren. Und dann alles zurückfahren. So, jetzt laden wir erst einmal draußen das noch aus. So. Also wenn man sich jetzt das so anschaut, erkennt man auf jeden Fall, dass er unten geschnitten hat. Das täuscht im Video teilweise immer, aber wenn man sich den Vergleich anschaut, wie es oben drüber hängt, dann erkennt man das schon. Aber wie schon gesagt, unten wachsen diese, das sind Hainbuche, also das ist eine Hainbuchenhecke. Die wächst unten nicht gut. Die wächst bloß im oberen Bereich gut, aber ich schneide halt unten diese einzelnen Äste, wo es halt auch mit runterhängt, schneide ich halt auch mit. Und im oberen Bereich wächst die jetzt mehr, also das ist mehr so der spannende Bereich oder da, wo die Heckenschere dann besser zum Einsatz kommt. Hier schneidet er jetzt gerade einen großen Ast durch. So. Also auch sowas hat er jetzt keine Probleme, das durchzuschneiden. Das ist jetzt, wie dick wird das sein? 5 cm Durchmesser. Das bringt mir da natürlich jetzt auch nichts, das kann ich dann auch nicht mehr mit dem Mulcher drüber fahren, den schmeiße ich jetzt daneben hin. Gut, da hat sich auch schon wieder was angesammelt, das hätte ich eigentlich auch gleich wegtun können, aber gut, fahren wir mal weiter.
So. Gut, das war jetzt der zweite Durchgang in der zweiten Höhe und jetzt schneide ich es oben ab. Das ist natürlich immer das Schwierige dabei, weil wenn hier die ganzen Bäume drin sind, dann muss ich halt immer wieder rein und rausfahren und so weiter. Das macht die Sache nicht einfacher, aber deswegen die Bäume wegschneiden habe ich auch keine Lust, falls jemand auf die Idee kommt. So habe ich den Auslegerarm jetzt eingestellt. Sollte passen. Jetzt ganz rüber. Das mache ich mit dem Hebel hier. Dann schauen wir, dass wir so weit rüberkommen wie möglich. Ich muss wahrscheinlich die Heckenschere geht noch ein bisschen zurück. Ja. Okay, probieren wir es einfach mal. Thank you.
Das ist natürlich jetzt schon super. Die Hecke, ihr seht es, ist alles geschnitten. Und unten der Boden ist auch gleich gemulcht. Da ist auch kein Schnitt mehr übrig. Also es ist jetzt für mich so ein Mulcher. Danach rüberfahren ist super. Wie habe ich das früher immer gemacht? Entweder habe ich es den Ziegen reingeworfen. Keine Sorge, die Ziegen kriegen immer noch genug. Wir haben so viel Hecken. Die Ziegen, den schmeiße ich immer wieder ein paar Haufen rein. Wenn ich solche großen Hecken wie jetzt die hier schneide, dann ist das für die Ziegen eh viel zu viel. Die können das gar nicht fressen und irgendwann bleibt es auch bloß bei den Ziegen drin liegen. Und ja, zwei Tage vielleicht fressen sie es maximal. Und was dann nicht gefressen wird, treten sie zusammen und dann bleibt es eh liegen. Also kleine Mengen kann man den Ziegen immer wieder reinwerfen, beziehungsweise bei meinen Ziegen halt, also bei 5 Stück. Und ja, es ist total super jetzt gegangen. Er hat sauber geschnitten alles, außer wie so gesagt die Ausreißer da oben. Es ist alles schön gemulcht hier. Er ist schön zusammengehaut, den Heckenschnitt. Auch der Mulcher macht hier seine Spuren, sehe ich gerade. Wahrscheinlich alles, weil es hier so nass ist noch. Dieses nasse Wetter, das mag einfach. Es ist einfach nicht so gut für die Bearbeitung. Ja, kann man nicht anders sagen. Gut, die Hecke ist geschnitten, gemulcht. Ja, und früher habe ich es auch immer oft mit dem Echo-Track gemacht, dass ich mit meinem Rasenmäher-Traktor drüber gefahren bin, mit dem Echo-Track. Das Problem ist, das ist ein Sichelmulcher. Hochgrasmäherwerk hat der gehabt, Sichelmulcher. Das hier ist ja ein Schlegelmulcher. Und ja, beim Echo-Track war es halt einfach dann so, dass halt die Messer ziemlich schnell verschlissen waren. Also so ein Satzmesser hat mich 300 Euro ungefähr gekostet und waren halt dafür nach 2 Jahren kaputt oder so, kann man wirklich sagen. Also sprich alle 2 Jahre neue Messer. Ich denke, da macht der Schlegelmulcher eine bessere Arbeit. Und nicht nur deswegen, ich kann ja auch dann im Herbst die Wiese mulchen, mal das drittes Mal drüber fahren. Das konnte ich ja sonst auch bloß mit dem normalen Mähwerk. Hat also Vorteile. Was mir aber ehrlich gesagt jetzt nicht so gefällt, ist immer, dass ich hier die Grasnarbe kaputt mache, aber das ist halt hier der Konstruktion geschuldet. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Das kriegen die Ziegen, beziehungsweise nee, kriegen die Ziegen nicht, weil hier ist zum Beispiel wieder Thuje drin. Thuje ist giftig für die Ziegen. Das darf ich jetzt wieder nicht reinschmeißen. Da fahre ich mal rückwärts schnell hin und mache das noch und dann war's das wieder. Ja, der Mulcher ist echt super. Macht seine Arbeit toll. Wie schon gesagt, ich muss einmal schauen. Entweder liegt es an dem Rost hier, der da drauf ist, dass der nicht ganz rüber fährt. In die Richtung fährt er komplett. Aber eigentlich müsste der doch. Nee. Eigentlich müsste der hier noch diese Zwent da auch noch weiter rüberfahren. Zumindest sieht man es ja auch hier, dass er schon mal hier drüben war. Aber irgendwo hängt es hier. Muss ich mal nachschauen. Hier sind ja so Kunststoffbuchsen drin. Vielleicht liegt es an denen. Vielleicht ist es auch hier, dass mir abgeschliffen gehört. Da möchte ich jetzt noch mal kurz auf diese Vorderreifen eingehen. Ich mache jetzt da kein extra Video dazu. Ich bin nämlich gefragt worden, wie gut ich jetzt die Vorderreifen, also das sind ja AS-Reifen auf einem nicht Allrad Schlepper, also der hat kein Allrad, der soll bloß schon ausschauen. Ja, aber wie jetzt meine Eindrücke sind oder wie ich jetzt die finde, ehrlich gesagt, ich kann keinen Unterschied feststellen zu den anderen. Nee, es gibt eigentlich echt nichts, was ich da jetzt Negatives berichten kann. Einige haben ja geschrieben, wenn ich um Kurve fahre, soll es ja so sein, dass ich dann die Wiese mitnehme, die Grasnarbe mitnehme. Auch das konnte ich bis jetzt überhaupt noch nicht feststellen. Also das beziehungsweise, ja, ich konnte es ein bisschen feststellen, aber das habe ich mit dem alten auch gehabt, mit den anderen Reifen. Ich meine, wenn ich ihn querstelle und die Wiese ist nass, dann habe ich das auch gehabt mit den alten Reifen und habe ich mit denen jetzt auch nicht anders. Also von dem her, ich kann keinen Unterschied feststellen.
Lassen wir vorne noch schnell runter. So, zur Entlastung. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das so hinkriege. Hier habe ich so ein Schleifvlies. Aber ob es an dem jetzt bloß liegt, weil das hängt wirklich fest. Das reibe ich jetzt nochmal hier alles ab schnell. Wäre schon toll, wenn das in beide Richtungen gehen würde. Und dann geht es ja so rüber, das heißt, hier haben wir auch noch das Ganze. So. Wieder ganz rüber und in andere Richtung hängt er auch hier. Weiter geht er nicht mehr. Komisch, aber das kriege ich schon irgendwie hin. So, ein Versuch war es wert, ob es mit dem Schleifvlies geht, aber scheinbar ist. Ja, hier rüber geht er ganz, bis darüber geht er ganz, das passt. Aber hier stoppt er, warum auch immer. Also, ich kann jetzt da nichts feststellen, das ist das Problem. Ein kleiner Versuch war es, ob es geht. Und wenn ihr habt es jetzt gesehen, könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung darüber schreiben, wie es ihr denkt, dass man das hinkriegt. Es dürfte keine große Sache sein, denke ich mal. Ansonsten funktioniert ja wirklich top. Und das habe ich vorher schon gewusst, dass das nicht so optimal ist. Das hängt auch ein bisschen immer. Mei, jahrelang im Einsatz, muss man einfach sagen. Gut, also. Das war's wieder für das Video. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.